Um neuen Platz zu schaffen, verschieben wir ganze Erdmassen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skyline. Mein Name ist Punky und ich begrüße euch in Vanilla Bay. Herzlich willkommen! Ja, meine Lieben, was werden wir heute anstellen? Also zum einen würde ich es, glaube ich, ganz cool finden, wenn wir hier auf jeden Fall schon mal wieder so einen kleinen Fußweg einarbeiten, damit die Leute auch jetzt einfach mal die Möglichkeit haben, hier rüber zu gehen, ohne dann erst hier quer durch die ganzen Straßen zu laufen. Und Fahrräder. Wir sollten vielleicht mal so langsam uns mit Fahrradwegen beschäftigen und die ein oder anderen Fahrradwege planen. Und nun, viel Spaß und gute Unterhaltung. Das Interface schalte ich ein, das Spiel lasse ich schon mal laufen und wir suchen erstmal die richtigen Einheiten. Wir nehmen mal hier einen Pflasterweg. Müssen wir nochmal schauen, wie wir den ganzen hier kriegen wir das hin. Ah, sehr gut. Genau, also da und hier dazwischen. Ey, super. Da haben wir hier eine relativ große leere Fläche. Irgendwie. Mal sehen, irgendwas müssen wir hier vielleicht nochmal hinbauen, aber im Moment oder für den Moment würde ich sagen, ist das erstmal okay soweit. So, schauen wir mal. Verbinden wir mal das so. Und dann könnten wir ja eigentlich hier auf jeden Fall nochmal unsere Parks anschließen. Sehr gut. So, das wäre erstmal eine Sache. Vielleicht auch eine Fußgängerbrücke, wobei hier ist eigentlich nichts, wo sich das lohnen würde. Vielleicht kommt hier mal später noch was hin, dass wir dann sowas bauen. Ansonsten, wo könnte man noch so einen intelligenten Fußweg verwenden? Hier haben wir auch relativ viel Platz. Müssen wir mal schauen. Vielleicht hier noch irgendwo dazwischen. Wo es vielleicht ausgeht. Aber im Moment sehe ich noch nichts, wo wir das gegebenenfalls hinbauen könnten. Wie sieht es denn hier aus? Hier so da hinten hin. Das funktioniert erstmal, okay. Dann lasst uns doch einfach mal so einen Weg hier gerade aussetzen. So. Irgendwie, dass wir den bis da durchbekommen. Und so. Dann haben wir da hinten noch einen schönen Weg. Hier dazwischen geht sich nicht aus, aber so können wir das machen und dann versuchen wir den Weg noch ein bisschen hier so fortzuführen. Können wir das Ganze vielleicht auch gerade hinbekommen? Ja. Was ich gerade merke, ist, dass die Spielgeräusche ziemlich laut sind. Ich muss mal ganz kurz mit euch in die Optionen. Denn ich hatte ja gerade so ein bisschen an den Einstellungen herumgeschraubt, was die Soundqualität angeht. Und jetzt ist das, glaube ich, ein bisschen erträglicher für meine Ohren. So, mal sehen, dass wir jetzt irgendwie hier noch den Weg hinbekommen.
So, genau. Und vielleicht können wir auch noch hier in die Spitze hinein. Das geht sich. Das ging sich nicht mehr aus. Dann machen wir es mal einfach so, dass wir. Mal sehen, das wird nicht gehen. Okay. So vielleicht. Und ja, jetzt hätte ich ganz gerne diese beiden Sachen noch irgendwie miteinander verbunden. Aber da müssen zwei Gebäude weichen. Das ist ein bisschen blöd. Da würde ich sagen, lassen wir das einfach mal so für den Moment. Ja, gut, dann haben wir hier schon mal einen schönen Weg dahinter gelegt, dann haben wir hier einen Weg, sehr gut, die sind auch schön beleuchtet. Das passt soweit. Industrie, kommen wir mal hier hin zum Mittelplatz, denn wir hatten ja in den letzten Folgen oder in der letzten Folge ganz sogar, glaube ich, hier erstmal den Mittelplatz vergrößert, um auch neue Industrie platzieren zu können. Das bringt uns keine Punkte. Also ich würde es auf jeden Fall so setzen wollen. Oh, super, große Stadt. Hey, genial. Und damit können wir uns jetzt auch langsam von unseren Abwasserrohren entfernen, da wir jetzt Kläranlagen haben, sozusagen Wasseraufbereitungsanlagen. Sehr, sehr, sehr gut. So, nichtsdestotrotz machen wir erstmal weiter. Denn wir sollten uns erst um die Nachfrage kümmern, bevor wir uns etwas Neuem widmen. Würde ich auf jeden Fall mal so vorschlagen. So, das. Das neue Gebiet, was uns jetzt zur Verfügung stände. Ich würde fast vorschlagen, dass wir das hier auf jeden Fall noch kaufen. Denn dann können wir hier bald unsere Aufschüttung machen. Ich hatte ja vor, hier irgendwie so einen, nochmal Erde aufzuschütten und hier erhöhte Häuser hinzusetzen. Das ist so der nächste Plan. So. Dann schauen wir mal. Industrie geht noch immer nach oben. Also müssen wir dann doch nochmal vielleicht etwas dafür tun. Und möglicherweise wollen die auch ein paar Bürogebäude noch haben. Spricht ja nichts dagegen, dass man auch hier nochmal Büroflächen hat. Schauen wir mal, ob die angenommen werden. So, ist das denn auch im Bereich des Mittelplatzes, also in dem Stadtviertel drin? Ja, sehr gut. Das passt soweit. So, das. Was könnten wir jetzt noch machen? Gegebenenfalls können wir hier auf jeden Fall noch mal so ein bisschen die Straße erweitern. Und da haben wir jetzt mit Grünstreifen drin. Dann lasst uns doch einfach mal hier unser Fahrradviertel so langsam vorbereiten. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine vierspurige Straße. Mit Fahrradwegen. So, genau. Nehmen wir doch mal die. Und gehen nochmal sozusagen, ja, nicht ganz so viel. Würde ich das Gelände fast noch bearbeiten wollen, weil das hier doch relativ steil nach unten geht oder nach oben, je nachdem von welchem Betrachtungswinkel man das Ganze sieht.
Genau, hier sehen wir es, was ich meine. Das kann man auch nur machen, wenn wir mal so langsam, wobei, das kriegen wir vielleicht so hin. Wir wollen Gelände einebnen. So, wir bräuchten das Ganze mal etwas kleiner. So, jetzt von der Intensität vielleicht ein bisschen stärker. Und dann müssen wir uns praktisch hier so drum kümmern, dass das hier alles entsprechend eingesetzt wird. So, dass man vielleicht noch mal zwei große Querstraßen reinbekommen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das am besten anstellen. Und wir müssen aufpassen, das kostet natürlich auch kostet jede Menge Geld. So, das. Auf jeden Fall gehen wir mal hier noch weiter. Sehr schön. So, noch ein Stück weiter. Und dann haben wir hier das schon mal soweit. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier die Straßen hinbekommen, unsere Fahrradwege. Machen wir es mal so. So. Wobei halt, würde ich vielleicht doch nicht ganz so machen, oder? Wobei, ach doch, machen wir so. Machen wir doch so. So. Dann haben wir es hier relativ dicht besiedelt. Hier ist noch ein Berg, der stört dann noch. Den würde ich dann ganz gerne auch noch mal entfernen wollen. Ist halt die Frage, inwiefern er uns jetzt lässt, da die Straßen sozusagen das Ganze etwas blockieren. Aber ich denke mal, dass das. Hey, doch, das geht. Sieht gar nicht so schlecht aus. Guckt man nochmal hier so schön runter. Das passt soweit. Wobei haben wir eigentlich auch Einbahnstraßen und Fahrradwege? Das wäre eigentlich eher das, was wir jetzt benötigen. Wir haben nur Gras. Okay. Hier haben wir mit dekorativem Gras, hier haben wir eine sechsspurige Einbahnstraße, hier nur mit Allee. Okay. Ach nee, das ist ja gar keine Einbahnstraße, oder? Nee. Das hier war jetzt keine. Unsere Einbahnstraße hatten wir wo? Ah, hier genau. Auf unserer Allee. Richtig. Nee, dann ist es okay. Dann können wir das sogar so lassen. Dann war ich da gerade nur etwas durcheinander. Aber was wir auf jeden Fall noch haben wollen, das ist jetzt hier nochmal so Querverbindungen. Und zwar nehmen wir da. Was nehmen wir da? Mit dekorativem Gras, eine dreispurige. Bus und Taxi auch nicht. Hier sind noch Fahrradwege bei. Dann nehmen wir die doch noch.
So, jetzt müssen wir mal schauen. Am besten so zwei freilassen. So. So. Auch hier lassen wir wieder zwei frei. So. Jetzt können wir das hier ein bisschen schneller ziehen. Dann passt das nämlich. So, jetzt mal überlegen, wo schließen wir das an? Aber wir könnten hier noch ein bisschen weitergehen. Auch noch mal mit freilassen, da kommt sehr gut. Und auch hier nochmal zwei freilassen. Und dann sind wir auch relativ nah schon beim Wasser. Das wäre soweit okay. Und dann haben wir hier praktisch schon sozusagen unseren ersten Berg. Und den möchte ich dann praktisch hier noch ein bisschen höher schütten. Aber mal schauen, vielleicht machen wir das Ganze auch ganz anders. Dass wir vielleicht hier das auch nutzen. Gerade jetzt hier diese schöne Kurve. Macht eigentlich schon Sinn und wäre fatal, wenn wir die nicht nutzen würden. Aber das und vieles mehr seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gern einen Kommentar, einen Daumen nach oben und sehr gern auch ein Abo. In diesem Sinne, euer Punky von Punky Let's Talk. Bye bye!